So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mad Max. Hier ist wieder euer Mad Max Legolas. Und es geht gleich weiter. Wir haben hier unseren lieben Max noch ein bisschen gepimpt in der letzten Folge hier. Ich steig mal ein, rutsch mal rüber. So. Klink. Ich wollte jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Ach, das haben wir erkundet. Panzerschiff. Aha. Zweier Stufe. Na, irgendwann müssen wir da auch mal dran. Also, wir können es, glaube ich, so langsam mal wagen. Ich habe mir da immer nicht getraut. Hier gehen wir erstmal hin. Eine Shot holen. So. Dann schauen wir, können wir da nicht direkt fahren. Ach, ich fahre jetzt einmal quer. Das ist eine Rampe. Ach, die hatten wir eh schon. Nee, die brauchen wir da nicht benutzen. Okay. Das bringt nichts, wenn wir da keine Dinge mehr haben, außer dass uns Auto Schrott wird. So, lass mal gucken hier. Jawohl, wer fällt ein? Haha. Navi, du kannst eh heimgehen, du bist scheiße. Ah, hier ist Besuch. So, ich bitte mal darum, euch zu entfernen. So, dann bin ich jetzt über Fuß gefahren. Okay. So, hahaha. Bin ja schon so schön rausgekommen. Wir laufen. Moment, halt. Haha. Pech gehabt, du schlägst mich nicht. So, in die Fresse und rums und zack und ja. Ach, hast du schon genug? Der kippt schon von allein zum. Ah, halt. Ah, verdammt, das habe ich nicht kommen sehen. Da war ja noch einer. So, der hat aber auch schon die Biege gemacht. So. Da liegt ein Messer, aber das können wir nicht einsammeln. Wir haben schon zwei Messer. Da gibt es Sprit. Da gibt es Wasser. Warte mal, ich habe ein bisschen HP verloren. Ja, HP-Drucker. Nee, ja, verdammt. Ich mache ja ständig hier Werbung. es verlockt einfach so. solche bestimmten Begriffe hier. Seht dann so manipuliert uns halt immer wieder hier die Werbung. Na gut, ich gucke in letzter Zeit eigentlich sehr wenig Fernsehen, aber Werbung kriege ich trotzdem noch mit. Also die Oldies auf jeden Fall. Was haben die denn hier gemacht? Haben die hier ein Trockenlager gemacht? Wir müssen hier einfach noch runtersteigen. Uah, da unten stinkt es doch bestimmt. Ja, da fliegen die. Uah, für Teufel. Da liegen Skelette, da fliegen die Fliegen rum. Und wir müssen da im Schrott rumwühlen hier, also in den Knochen hier und so. Nach Schrott wühlen. So. Ah, das haben wir ganz schnell abgefrühstückt hier, das Ganze hier. Ging ja ratzfatz. Ach, Sprit. Ja, nee, lass mal jetzt mal liegen. Klar, wir haben genug Sprit. Also, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, es gibt doch nirgends wie genug Sprit. Also, wir müssen öfters zu Fuß laufen oder so. Aber mittlerweile wird der Sprit hier nachgeworfen. Ja, dich machen wir später mal irgendwann. Jetzt machen wir den Sniper hier platt und vielleicht auch den Konvoi. Wenn wir nicht zufällig an der blöden Dings hier vorbeikommen, dem Lager da. So, wir fahren hier wieder mal querbild ein. Das Navi kann mich jetzt gerade mal. Da sieht man die kaputte Brücke hier. Ja, da steht schon hier ein Wegelager. Naja, seht ihr? So leicht habe ich den jetzt erstmal hier umgangen. Ich lasse mich jetzt nicht mehr so leicht aufhalten von euch. Aber wenn, ich kann mich auch wehren. Ich habe jetzt einen besseren Rammschutz vorne und so. Ja, ja, ist schon. Wo ist er denn eigentlich? Moment, nicht anhalten, immer in Bewegung bleiben. So, dann guck mal, ob du ihn harponieren kannst. Ah, nee, geht noch nicht. So vielleicht. Na, wir sind so schnell vorbeigefahren. Warte mal. Ich hätte eine Idee, ich habe da eine Idee. Oh, vorbeigeschossen. Ah, verdammt. Na, ja, das hat mir mehr geschadet wie dem Sniper. Ach, wir haben wieder mal Verfolgungskurs hier. Ach, komm raus. Hey. Wutsch. Ich habe eigentlich keinen Bock auf euch hier. Wisst ihr das? So, Rams. Ihr stört einfach nur. Hey. Moment mal, So, fahr raus, dann ist er hoch, so. Twitch! So, jetzt probiere ich das nochmal, den hier runter zu rammen. So, ich kann leider keine Handbremsenkurve machen, das gibt's ja nicht.
Wasser und jetzt nochmal hier ausrichten und... Ah! Links vorbei! Verdammt nochmal! Ich glaube, ich mach's doch auf die herkömmliche Weise. Ranfahren, ja, den Sniper nicht sehen, okay. Jetzt aber... Nein! Ah, verdammt! Ah, da kommt wieder einer anschießen, glaube ich. Autsch! Das war mein Lack. Willst du mal meinen Lack ganz lassen? So, aber jetzt! Alle guten Versuche sind drei. Ja, der wird es sehr bereuen. Er ist nämlich jetzt tot. So, da ist eine Vogelscheuche, die reiße ich auch gleich wieder. Halt! Ach, ich wollte aussteigen. So, jetzt kannst du reparieren. Bitteschön. Ich gehe mal hier hoch, was da schön ist in der Basis hier von dem Sniper hier war. So, hier ist ein Leiter, die nehme ich natürlich. Ich springe ja nicht mehr runter, sonst breche ich mir wieder nur die Knochen. So, hier können wir aber runterspringen. So, was haben wir denn hier nettes? Munition. Ja, ich benutze eigentlich die Gewehre und so zu wenig. Sollte ich mal machen. Ach, da hat er seine Abschüsse hier niedergeschrieben. Ach, Futter. Haben wir echt Schaden genommen? Das denkt mir jetzt gar nicht. Hm. Okay. So, bums, weg damit. So, aber hier gibt es immer nur Hundefutter. Katzenfutter gibt es ja keins. Haben die Katzen etwa nicht überlebt oder so? Aber ich habe bis jetzt eigentlich auch nur den einen Hund vom Anfang da kennengelernt. Ja, ich möchte den auch mal wieder haben. Wo ist der überhaupt? Den haben wir damals eigentlich in der Festung zurückgelassen. Also, naja, Festung. In dem Schiff da von Chummy hier. Sein Heiligtum hier, sein Sanktum oder wie auch immer. So. Jetzt geht's weiter. Da haben wir eine schöne Vogelscheuche. Haben wir da auch Männer? Hat da gerade einer geschossen oder was war das gerade hier? Ey! Moment, ach, wir machen es wieder hier. So und ziehen. Und rums. Jetzt geht es schon viel einfacher. Wir haben mehr Power unter der Haube. Ah, der Konvoi, glaube ich, ist hier. Moment, darf ich mal? Ja. Hui. Ja gut, mich lassen den Konvoi jetzt mal durchziehen. Ja. Ja, ja, ja. Ich hätte das zwar gern, aber ich lasse es jetzt mal. So, reparieren mal ein bisschen und ich tue jetzt währenddessen hier einen Schrott sammeln. Ja, dann kette dich doch ans Auto, wenn du ihn nie allein lassen möchtest. Ja, das, der Konvoi kam jetzt eigentlich auch unplanmäßig. So, und weiter geht's. Wisst ihr was? Das Auto steht ja so blöd rum. Hä? Warum hat er keinen Schaden genommen? So. Ach, da steht jemand. Der ist aber schwer gepanzert, ey. Na, jetzt komm, aber noch einmal. Jawohl. So. Ja, was willst du? Wir nehmen hier keine Anhalter mit. Zack. Sö. Okay, ich hole mir jetzt mal den Schrott und wird bestimmt gleich wieder überfahren. Oder ist das auch nur hier jetzt eine Einbildung, aber wow. Komme ich da ran, ohne mich zu verbrennen? Schnell weg hier. So, sehr schön. Einsteigen. So, wo gab es denn was Neues? Ah ja, genau hier. Da ist noch ein Sniper. Da ist eine Brücke abgebildet, okay. Hier ist das eine Todesfahrt-Ding hier. Irgendwie ist meine Nase heute so blöd verschnupft. Ich weiß nicht. Obwohl ich keinen Schnupfen habe. Wie geht das? Ich hasse sowas. Da kriege ich immer so schlecht Luft. Ja, ist ja klar. Nase verstopft. Jo. So, wo ist denn der Sniper? Was? Wo ist der in der Luft gewesen? Ich glaube, du träumst ein bisschen, Chummy.
So, wir beeilen uns hier mal. Na. Ja, den Turm nehmen wir mit. So, und rutsch! Da kann auch keiner mehr den Turm benutzen. Das machen wir endgültig. So, 3 nähert sich langsam dem Ende. So, lass mal gucken, hier gibt es irgendeinen Schrott. Ich park mal hier oben. Ja, ich hätte vielleicht noch ein Stück fahren können, aber ja. Jetzt gucken wir hier mal, wo ist der Schrott versteckt? Ja, das ist doch hier doch recht eindrucksvoll. Aus der Ferne sieht es immer so klein aus. Ja, wahrscheinlich hier unter dem Trümmerteil. So. Hier gibt es was zu trinken, aber ich habe leider voll und sehr viele leere Dosen. So, hier ist Schrott, das hängt ja so schön und liegt hier so toll. Das nehmen wir gleich mal mit. Na, hier haben wir wieder was fertig, Leichenfletterei. Hier gibt es noch Futter, aber ein bisschen voll. Ja, wie, echt jetzt? Ja, du hast aber auch ständig Hunger. Warum hat er schon wieder Schaden genommen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Schaden... Kolonne, ja, sind die schon wieder durch, echt? Warte mal, ich könnte... kann ich das? Ja, da steht auf jeden Fall ein Auto da unten rum. Mal mit meinem Fernglas gucken, ist das bevölkert? Ja, da stehen sie. Der spät auch hier, okay. Hm, vielleicht kann ich den irgendwie überraschen. Ich kenne ja hier mal. Eine Kriegsgruppe kommt näher, ja, die kann mir jetzt mal getrost sonst was machen. So. Lass mal sehen. Ich möchte ja bloß ein bisschen im Schrott rumkreinden und fertig. So, die haben mich auf jeden Fall noch nicht bemerkt. Hahaha. Mad Max, der Schleicher. Wo ist denn der Schrott? Lass mal sehen. So ein Schrott, wo ist der Schrott? Ja, guckt ihr nur. Ja gut, ich kann jetzt hier, also der müsste mich doch jetzt schon gesehen haben. Ah, er hat... Oder schmeißt er hier einen Stein? Hier schmeißt doch jemand was. Ein historisches Relikt gibt es hier auch noch. Okay. Ah, das wird vielleicht da hinten rumfahren. Vielleicht ein Bild von der Brücke, wie sie früher mal ausgesehen hat oder so. Ach, eine Eidechse. Ah, volle Gesundheit. Wie ist die jetzt? Hat die jetzt einen Herzinfarkt gekriegt? Oder so? War einfach tot und zack. Was ist das hier? Gibt's hier Schrott? Nee, also das war hier mal auch irgendein Schiff, wo hier was draufgefallen ist oder so. Wo ist denn das historische Relikt? Und die tun ja immer noch. Also echt, die sind so doofe Bodenstor, oder? Wisst ihr was? Geronimo! Komm, jetzt komme ich hier ran genaht. Was? Alarm? Oh, einmal Messer. Hahaha. Nee, du schlägst mich nicht. Vergess es. Oh, das war ein finnischer Move. Nee, vergess es. Ich mach gar keinen Block, ich mache einfach mal weiter. So. So macht man das. So, dann hätten wir hier ein Auto. Naja, das ist nichts Gescheites. Warte mal. Wir haben doch das ja. So. Das machen wir einfach mal platt. Sonst haben wir nachher eh wieder einen Haufen ja, Munition und können nichts aufnehmen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die wo das Relikt ist. Hm. Wo ist denn das? Hm. Zeig mal, hier liegt ein Skelett. Ah ne, ich habe gedacht, die hätten mich beworfen. Naja, fahrt ihr mal vorbei, lasst mich aber in Ruhe. Wo ist denn das blöde Relikt hier?
Hoffentlich nicht da oben. Da komme ich noch nie im Leben hoch. Nee. Warte mal. Ah, da oben könnte es sein. Na, komme ich da irgendwie hoch? Kann ja ein Seil hochklettern oder sonst wie was. Dort ganz da hinten wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt muss ich erst wieder da hinten hinlaufen. Wäre ich doch mal vorher darauf gekommen. Ja, aber manchmal kommen wir erst später drauf. Das ist auf jeden Fall ein Brückenteil hier gewesen. Da war ein Spann dran, also Abspannseile. So. Und jetzt laufen wir hier ballonsartig das Ding hoch. Und brechen uns dann alle Gräten, wenn wir runterfallen. Bestimmt. Ja, fahrt ihr da hinten. Das ist ja... Der Konvoi fährt ja echt hier schnell durch. Halt, so lang kommt mir die Route gerade vor. Ich glaube, die kürzen ab. Das könnt ihr mir nicht sagen, dass ihr jetzt schon wieder da wart. Ah, das sieht aus wie so ein Krähennest hier. Kommt aber wen? Kein Vogel. Ein Motorradhelm, den jemand hier auf hat. Okay, dreh mal rum. Und sag mir, was hier steht. Ein nervöser Nachbar hat gestern auf mich und Richard geschossen. Richard wurde getroffen und sein Kopf ist wie eine Weintraube explodiert. Ich werde nicht zulassen, dass das mit mir passiert. Oh nein! Ja, also trägst jetzt immer ein Fahrrad. I doubt a fiberglass helmet would stop a bullet. Yeah, he probably didn't survive long. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt mal hier vorsichtig hier zurück. Ha, der Schatten, der unten, das ist auch geil. Ach, ich muss aber hier zurück, weil ich breche mir hier alle Gräten, wenn ich da runter springe. Das kämen wir mal lieber nicht. So, aber hier dürfte es schon gut genug sein. So. Okay. Ich könnte jetzt natürlich unseren Buckligen rufen hier. Aber ich laufe hier einfach mal, das ist gesund. Ja, das nervt ja, wenn die hier ständig vorbeifahren. Ja, da habe ich immer Angst, die kommen hier und wollen mir ans Leder. So, was haben wir denn noch auf der To-Do-Liste? Also heute ist es eine ziemlich reine eher Sammel- und Kaputtmach-Mission hier. Oder Folge, würde ich eigentlich sagen. Wieder mal falsch gesagt. So, lass mal sehen. Da hätte man Rennen. Ja, da ist Griffer. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock zu dem hinzugehen. Wir haben noch nicht genügend Punkte. Da gehen wir hier hin. So. Dann nennt man sie. Wo ist denn diese Statue? Der Krähennest oder. Ja, nicht Krähennest. Vogelscheuche. So ist richtig. Da gibt man ein bisschen Turbo hier. Das ist ja Lahmarsch, ey. Quält sich jetzt Buckel hoch. Da steht hier wieder irgendwer am Rand. Ja, wisst ihr was? Geronimo! Hahaha! Haha! So, na, ich nehme dich aber nicht mit. So. Treibstoffschluck auf Stufe 10. So. Der lag hier auf Weg, also. Ja, ja, gleich nicht mehr. So, wir haken mal an. Die ist zwar stark, aber. Zack! Jawohl. Na, jetzt hat es da oben Schrott verloren. Ja, ich hätte nicht runterfahren brauchen. Muss ich halt wieder hochfahren. Ja. Manchmal geht es halt einfach durch. Ne? So, ich habe gedacht, wir brauchen hier ein bisschen Turbo Boost sozusagen. So, aussteigen bitte. Was? Welcher Wächter? Na, die haben es auch schon lange hinter sich hier. Ja, hier knattern sie wieder vorbei, aber hoffentlich lassen sie mich hier in Ruhe. Bin gar nicht da. Bin nicht da, ich schleiche mich jetzt einfach mal. Danke. Auf Wiedersehen. So, das Lager hier, nein, das will ich nicht machen. Dann hätten wir es eigentlich hier erstmal in dem Bereich. Drei, ja, immer noch drei, ja. Verdammt. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt auf die Patrouille. Wir machen jetzt hier die Kalonne kaputt. Die fährt ja eh ständig durch. Von daher müssen wir auf die Route wiederkommen.
ich weiß jetzt nicht, nee, das ist nicht, was ist das da unten, Moment, lass mal gucken, ach, da waren wir doch gar nicht, ach, warte, machen wir hier weiter beim Sammeln, sind hier wirklich zu Hause, so, macht dir gar keine Mühe, ach, das war eh ein Sniper, oder? Ja. So, wo ist denn hier der Eingang? Ah, ich glaube hinten rum. Warte. Nee, vorne. Da vorne können wir reinfahren. Geil. Was? Ah, jetzt bin ich Trümmerschieber. Bin aufgestiegen. Da kommt. Ah, ich ziehe immer zu tief. Warum? Zeitlupe. Irgendwas liegt hier auf jeden Fall. Ah ne, das war nur wieder irgendwie Wind. So, war hier noch jemand? Nö, ich stehe hier über den Typ herum. Okay. Ach, wisst ihr was? Mit der Harpune kann ja jeder. Wir machen das hier wie richtige Männer. Wir hauen die jetzt hier aus ihren Latschen raus. Vergiss es. So, ach. Er ist schon tot. Messer brauchen wir nicht mehr. So. Das Schrott, das nehme ich mir gleich mal mit. So, lass mal schauen. Was? Tuga, Tuga, Tuga. Ich habe gerade ein Auto angehalten. Ich möchte ihm hier nicht begegnen. Ich steige erstmal hier hoch. Hallo, jemand zu Hause? Der Postbote ist da. Naja, ich nehme mal die Päckle an mich, danke. So. Hm, alle Schrott haben wir schon. Das war aber einfach hier. War Heinze hier, aber mehr war es auch nicht. Ja, hier ist echt nicht mehr. Hm, okay. Schade. So, da liegt noch ein Päckle rum. Ein Care-Paket. Halten. So. Snipergewehr gucken. Ich hab doch jetzt wieder schon Munition bis zu einem Anschlag. Und krieg hier immer noch. Also, ich benutze das Snipergewehr einfach überhaupt nicht. Das ist halt, ja. Aber. Ist halt so. So, du willst Dinosaurier, was auch immer das hier war, kaputt machen hier. Ah, es war wahrscheinlich ein Wal. Was haben wir denn noch auf der Agenda? Das war jetzt hier. Was ist denn? Warum ist das hier so komisch hier? Okay. Wir können jetzt hier eigentlich. Die Mucke nervt. Ich glaube, ich muss die gleich mal kaputt machen. Ja, wir gehen jetzt mal noch hier lang. Wir verlassen das Gebiet hier wieder. Moment, so fahre ich nicht. Ich fahre ja mal quer mit ein. Also, das ist ja für Luschis hier, die Straße zu folgen. Wir haben schon gemerkt, das Navi ist auch nicht immer das Beste. Ja, dann nimmt er mal Schaden. Halt! Da ist auch noch was. Sind ja irgendwelche Leute zu Hause. Hallo, klopf, klopf. Jemand da? Ach, scheint nicht so. Naja. Wenn nicht, wir wissen uns zu wehren. Wir hauen die aus den Latschen. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja, kann ich hier mal bitte durch? Nein, da kann man natürlich nicht durch, obwohl es offen groß war hier. Das war ein abgestürztes Flugzeug, so wie es ausschaut. Haben es auch wieder Leute zum Trocknen aufgehängt. So, was haben wir denn hier? Mal hier nochmal gucken, hier sind Triebwerke, jawohl. So, dann klettern wir mal hier hoch. Wo habt ihr einen Schrott versteckt? Wo habt ihr ihn? Noch weiter hoch. Ne? Ja, und er klettert, das Wetter wird schöner. Hallöchen. Niemand zu Hause. Tch. Aber hier gibt's Wasser auf jeden Fall. Also, ah nee, das ist ein Herd. Das kriege ich nicht runter hier. Ja, jetzt. Da muss ich von irgendwo anders hinkommen, oder? Jo. Mal schauen, vielleicht von da.
Ah, da ist Sprit. Ja, da kann ich hochklettern. So, lass mal gucken. Ah, da kann ich eine Zugbrücke runterlassen. Knacks, knacks, knacks. Anstatt es einfach runterzukurbeln, ja, muss es halt immer kaputt machen. Es geht schneller, oder wie? So, Muni. Ein Messer. So, dann machen wir mal die Leiter runter hier. Sehr schön. Ach, hier ist das Wasser, okay. Und wir klettern und klettern wieder nach oben. Das geht ja hier echt weit hoch. So, nochmal Schrott, das wäre alles Schrott. Und was gibt's hier oben noch? Eine Seilrutsche und Munition oder sonst sowas, oder? Es geht noch weiter hoch. Wow! Das ist eigentlich hier schon ein Aussichtspunkt. Was haben die hier nur zusammengebaut? Ach, da ist noch ein Foto, das wurde mir aber nicht angezeigt. So ein ähnliches Ding hatten wir doch schon mal, oder? Kumpel, uns gehen bald die Optionen aus. Wenn du dir eine Schusswaffe zulegen willst, solltest du dich beeilen, Mann. Sonst wirst du eine Menge Kohle für eine Anschaffung von Rost und Staub zahlen. Ja, wenn alles natürlich dann kaputt ist. Klar. Okay, Suchbereich 100%. So, das hier oben hat das Ziel, als können wir das nehmen, aber nee, können wir nicht. Jetzt gucken wir hier kurz. Hier gibt es wieder Sammelstückler, die haben wir gerade hier eingesammelt. Hier, zack, das hier. I doubt a fiberglass helmet would. So, und hier das hier. Ja. Ah, da hat er doch irgendwas gesagt. Nee, aber jetzt hat er nichts mehr gesagt. Hm, egal. Da gibt es noch sehr viele Sammelstücke. Ja, das ist ähnlich. Deswegen hat er so gedacht hier. Das ist doch eine M1A2 hier. Und die anderen Gewehre, ja, keine Ahnung. Ich kenne die nicht so. Ich hab da keine Ahnung. So, was hat denn der Max hier wieder Neues? Verbesserung für Schlagringe. 125. Aha. Zeig mal her. So. Erfolgreich installiert. Ah ja. Da ist so kleine Schraubenschlüssel hier dran. Jetzt wird der Mechaniker, glaube ich, so langsam, ja. Der Munitionsgürtel hat ein Upgrade, das nehmen wir auch gleich mit. Für Munition sammeln bin ich immer gut. So, zeig mal her. Was kriegen wir jetzt? 5 Patronen, 10 Sniperkugel, Donnerstecher und 10 Messer 3. Ja gut, den Donnerstecher habe ich jetzt nur einmal bisher gesehen, aber ja. Zurück. Kopf, Aussehen. Fliege, du legst an. Was Rennbemal im Gesicht? Zeig mal her. So rum. R. Nee. Wir wollen doch hier nicht einen auf Blue Man machen hier. Blue Man Group, falls ihr noch jemand kennt. Schrotflinte hat auch wieder ein Upgrade. Was gibt's denn hier? 175 können wir leider nicht mehr. Ah, jetzt wird's zum Drilling. Zum Hinzufügen eines dritten Laufes. Es muss weniger oft nachgeladen werden. Erhöht den Schaden um 5. 25% sind das Schlag hier schon Prozente. So, und dann haben wir ja noch mal eine neue Fertigkeit. Die können wir uns auch nicht mehr leisten. Was haben wir hier denn? Ach Gott, wir sind ja total im Rückstand hier. Messergriffflucht. Benutze ein Messer, um dich zu befreien, wenn du umklammert wirst und schüchtere so umgebenen Feinde ein. Ah, interessant, interessant. Das ist ganz gut. Weil mich hat schon ein paar Mal einer festgehoben, so ein Blödmann hier. So. Ja. Jetzt hier hätten sie eigentlich die Rutsche anbringen können. Ja, jetzt muss ich erst wieder hier runtersteigen. So, runter. Und gleich seilen wir uns ab. Ja, da hängen. Da hängen auch Leute. Zack, 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 zack. Uah, ist ja ekelhaft. Jetzt habe ich die alle hier kaputt gemacht. Wie weiter geht's nicht runter? Ach Mann, jetzt muss ich hier wirklich nochmal runterlaufen. Ja. Gut, da haben wir jetzt hier wieder einiges erlebt. Ja gut, eigentlich nur Sammelmissionen, Einrichtsmissionen und so weiter hier, aber ja. Ich laufe jetzt hier mal runter und du währenddessen hier so langsam abmoderieren. Ja, was wollen wir in der nächsten Folge machen? Eventuell mal ein Lager angreifen oder so wieder mal. Würde mal wieder auf der Agenda stehen oder so.
Aber ich guck gleich nochmal geschwind auf der Karte. So, kommen wir jetzt hier durch? Nein, kommen wir immer nicht durch. Alpha Wand natürlich, da das kleine Fetzle das stört. Dann laufen wir halt außen rum. Wieder zu unserem Auto hier. So, ich guck mal auf die Karte. Ja, da wollten wir eigentlich hin. Da ist noch das Öllager, es hat aber zwei Punkte. Was haben wir noch? Hier ist der Griffer mit seinem Griffel. Oder machen wir. Was ist eigentlich das? Denkgammlager. Wir sind da in der Nähe. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge dann das hier. Ja. So machen wir es. Also. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen und bis dann, euer Matt Legolas. Tschüssi.